Wuff. Hallo Wuffels, Freunde und Händler. Willkommen an unserem heutigen, leider abgesagten Fondue-Plausch. Weil, wie ihr wisst, hat die Covid-Situation auch die Schweiz immer noch schwer im Griff. In den anderen Ländern sieht es nicht besser aus. Und ja, leider mussten wir das halt ein bisschen absagen. Ja, wir haben dann den organisatorischen Teil. Und zwar werden wir wieder, wie immer, wie gehabt, am ersten Samstag im Monat, am 5.12. leider immer noch online, unser Meet and Park machen über Jitsi. Und dann ist die Sache im Februar mit unserem Schlitteln in den Plumpser Bergen, wo ich mit dem Jeffrey, mit Cody, das schon mal angelockt habe. Jetzt kann man natürlich sagen, schreibt euch das alles auf. Da haben sich doch der Silber, Bekavi und ich uns was überlegt. Der Silber in der Hauptmentalität. Wir haben euch da mal was vorbereitet und wollen das euch jetzt präsentieren. Ihr seht neu eine Website. Die eine Millionste. Nein, es ist etwas anderes. Es ist ein Projekt von uns für euch, für die Community. Ihr seht verschiedene Kategorien. Ihr werdet begrüßt mit, die Begrüßung kennt ihr reichsfällig schon, Wuffels und Freunde. Die Ansprache der letzten Male. Ihr seht oben eine Menüleiste mit verschiedenen Punkten. Ihr habt einen Willkommenstext mit verschiedenen Sachen, wo wir hier oben beginnen mit Kalender, Galerie, Stammtisch und Hauler Steam. Wie ihr seht, gibt es hier eine Suche und so Buttons. Dazu kommen jetzt gleich mehr. Für Freunde, die uns denn vielleicht auf der von verschiedenen Seiten gucken, wir haben denn hier noch Möglichkeiten zu den Google Translations, Englisch, France, Deutsch, Italo und Espanol. Gehen wir doch mal den ganzen Kram durch. Ja, was macht diese komische Seite jetzt Unterschied zu anderen? Das Größte und für uns Wichtigste ist, um diese Plattform für euch nutzen, dass ihr die nutzen könnt, müsst ihr euch nicht registrieren. Es sind alle Funktionen auch ohne Anmeldung nutzbar. Das heißt, man muss nicht, wenn man irgendwas von diesen Funktionen, die wir gleich kurz durchgehen, dich nicht extra registrieren und die 30. Passwort merken. Man kann es machen, muss es aber nicht. Wir gehen jetzt mal die Punkte hier oben ein wenig durch. Hier gibt es den Punkt Kalender. Ihr seht Übersicht, Beitrag einsenden und wozu ist das gut? Gehen wir jetzt mal ein Stück runter. Ihr seht hier eine Legende mit ein paar Punkten. Ihr könnt Termine eintragen, das heißt, ihr gebt uns die Termine vor. Wir checken das kurz drüber, ob das inhaltlich passt, also dass dann irgendwelches Kauderwitsch gepostet wird von irgendwelchen Leuten, sondern dass es inhaltlich stimmig ist, werden das relativ zügig freischalten und entsprechend der Kategorie könnt ihr dann sehen, ist das eine öffentliche Veranstaltung, ist das eine Privatveranstaltung von einem Papi, ist das von einem Verein oder ist es eine Online-Veranstaltung. Wir haben dann, wie wir jetzt sehen, als Beispiel 7. November, wie ihr wisst, das erste Meet and Bark online. Und zum Beispiel als Beispiel haben wir am 28. Wuffels und Freunde Eröffnung. Wenn wir jetzt uns das mal angucken und draufklicken, die ganzen Sachen sind auch mit dem Handy bedienbar, seht ihr unser wunderschönes Logo, Wuffels und Freunde mit der Website kanide.ch. Es steht halt alles da, was es ist. Man kann auch einen Kommentar hinterlassen. Es gibt die Besonderheit, wenn man ein registrierter Benutzer ist, kann man besondere Sachen machen. Man kann Kommentare machen ohne Freischaltung, man kann einen Avatar hinterlegen, also sich ein Profil anlegen. Genau, man kann also die ganze Sache aber auch ohne machen. Man hinterlasst einfach einen Kommentar zu dem Text, Name, E-Mail, Kommentar abschicken und ihr könnt noch sagen, möchte das irgendwas gespeichert werden oder nicht. Ihr müsst euch nicht anmelden. Wenn die Sachen denn bei uns ankommen, werden sie von uns zeitnah gegengeschickt. Wie ihr wisst, arbeiten wir auch mal zwischendurch und es kann ja vielleicht auch mal eine Minute dauern. Aber wir haben ja da so fleißige Wuffels wie Kavi, der den doch schon mal öfters mal gerne den halben Tag Zeit hat. Unser kleiner Skiwaber. Gehen wir zu dem nächsten Punkt jetzt über, oben in der Menüleiste, welcher dann heißt Galerie.
Übersicht, Fotos anzeigen. Und wie ihr seht, Mensch, da ist ja unser Meet & Park, unser letztes in der Infinity Bar. Wie ihr seht, ihr könnt da draufklicken und seht von den verschiedenen Sachen. Manchmal ist das mit der virtuellen Hand doch ein bisschen schwierig. Wie ihr seht, hat's denn schon das ein oder andere Foto, was dann an dem Abend geschossen wurde und wo der ein oder andere dachte, ach, na Gott sei Dank wird das nirgendwo auftauchen. Doch, wir haben natürlich für fleißig für das Projekt Fotos gemacht. Man kann dann sich auch die Fotos angucken, kann draufklicken und bekommt eine Vollansicht. Wenn jemand sein Foto irgendwo social-mäßig veröffentlichen möchte, gibt es hier verschiedene Plattformen, wo man das machen kann. Wie ihr seht, die Auswahl ist vorhanden oder man guckt sich den ganzen Spaß eben halt im Vollbildmodus an. Genau. Fotos einsenden. Auch dafür müsst ihr euch nicht registrieren. Ihr klickt einfach auf den Punkt Fotos einsenden. Und dann habt ihr eine ganz detaillierte Beschreibung, was ihr beschreiben, Foto einsenden, anklicken und so weiter machen wollt. Gehen wir zu dem nächsten Punkt. Stammtisch. Der ist für die, die es leider, ja, das übliche Thema Corona, für die, die es immer wieder vergessen oder nochmal nachfragen wollen oder uns weiterempfehlen wollen. Hey, steht immer da, wo, wann und wie. Wann wir das erste Mal das gemacht haben und wenn es natürlich hoffentlich bald den neuen Stammtisch in Bern gibt, wann und wo der denn ist. Denn wie kommt man in unsere Telegram-Gruppe? Der eine oder andere hat ja mal schon so freundlich direkt an dem Kavi, in Silber oder mich verwiesen. Dafür gibt es den Link zu papiregiochats.de, wo man sich einfach anklickt und dann sagt, hier stehen im Übrigen auch unsere Regeln, die für jeden für euch gelten, die bekannt sind. Einstandsregeln, keine sexuellen Inhalte und das Wichtigste, Kekse sind ein Grundrecht. Wir danken dem Initiator für die Idee, Herrn Kabi. So, weiter Neues. Neues ist eine kurze Zusammenfassung von uns, aber vielleicht auch von dem einen oder anderen, was wo international passiert. Das wird dann von uns gepflegt und werdet ihr dann hier in der Zusammenfassung dann halt sehen. Wir gehen wieder weiter. How Does Dan? How Does Dan ist ein Blog. In diesem Blog kannst du, weil wir Papis sind, einen Pfotenabdruck hinterlassen. Schreibt uns was, verfasst einen Kommentar. Ihr seht, ihr könnt auch das Ganze liken, ihr könnt noch Fotos hinzufügen. Es hat eben verschiedene Funktionen, wie ihr seht. Und alles ist wie immer über ein Handy abrufbar. Genau, wer sind wir denn? Also erstmal die Erklärung. Was heißt denn Kanidee? Der eine oder andere hat es letztens in der Chatgruppe geschrieben, wenn nicht, es steht nochmal hier wunderschön gesagt. Wer aber wissen will, wer zu uns ist, wer wir sind, der dahinter steckt, da haben wir immer noch den Silver Husky, der den ganzen Kram übrigens programmiert hat, der da, Hey, hallo. Dann haben wir noch das Rotwuffel Kavi, was im Hintergrund gerade die Filmerei macht. Hallo. Und dieses komische, verrückte Wesen da aus Berlin, ja. Ich denn halt. Also Mutti? Mutti ist in Deutschland. Hier heißt es Community-Wuffel.de. Genau. Also Mutti? Wenn ihr Fragen dazu habt, es gilt immer noch. Ihr kennt unsere, ihr könnt Fragen in der Gruppe stellen, ihr könnt E-Mail schicken. Wir sind natürlich auch möglich. Ihr könnt uns direkt anschreiben. Ihr kennt die Kommunikationswege. Sie sind wie gehabt. Also wünschen wir euch echt viel Spaß, viel Glück. Und wir hoffen, dass ihr auch etwas aus der Plattform macht, weil sie ist für uns, für euch. Von daher wünschen wir euch noch einen schönen ersten Advent. Bald einen schönen Sammy Klaus. Aber vorerst das nächste Bitte Back Online. Bye-bye.